Was? Ich verstehe dich nicht. Ich habe dein Auto hier nicht gesehen, Udo. Und dann bin ich hierher gefahren, um zu gucken, ob du hier bist. Hey, ganz ehrlich, will sein Auto nicht mal langsam mal waschen? Ist doch sauber. Ja, sauber. Bei dir ist alles sauber. Das ist dreckig ohne Ende. Oh, was ist da eine Scheiße mit dir? Wo ist Peter eigentlich? Spielt gerade mit der Nachbarskatze Monopoly. Bist du blöd oder was? Was hast du denn in deinem Mund? Was ist das denn? Nüsse. Ich komme direkt von der Arbeit. Ich habe noch nie mal einen Kaffee gehabt und habe Nuss mitgenommen. Also Diebstahl bei der Arbeit? Nein, nicht bei der Arbeit, zu Hause habe ich die. Du hast ja auch schon wieder eine ganze Nussplantage am Mundwinkel hängen. Oh. Bitte da komm, da hau ich dir auf deine hohle Nuss, bis du schielst. Da kannst du aber hingucken. Du machst richtig nur Blödsinn mit mir und haust mir noch in die Pfanne bei der Arbeit geklaut. Wir haben keine Nüsse bei ja, der Arbeit. Ja, du hast aber eine ganze Nussplantage am Mundwinkel. Ich arbeite aber auf nicht keine Nussplantage, ich arbeite auf eine Werft. Du hast schon wieder eine Nussplantage an der Lippe. Weißt du eigentlich, dass das meine letzte Nuss war, aber deine Schade... Die Hälfte hast du ja auch ausgespuckt von der ganzen Kacke, die du ausgespuckt hast. Kannst du noch eine Nuss machen? Ich nuss dir gleich ein. Hast du schon ein bisschen Angst? Wovor denn? Dass Kevin gleich kommt. Nee. Erstmal eine Runde Rauchorgel spielen, wa? Wirke, tu mir mal einen Gefallen. Mach die Kamera aus und lass uns vernünftig im Reden. Und dann mach ich die Kamera wieder an, weil du nämlich hier liegst und blutest. Du kriegst gleich Lack von Kevin. Du hast das Rohr da kaputt gemacht. Und du hast das Dach gebaut. Warum krieg ich denn Lack? Weil du wieder gepetzt hast. Kevin, ich weiß was. Wie du hier 1:1 deine Thekenhaltung präsentierst. Ich hau dich gleich in die Theke fest. Und dann tut's fürchterlich weh. Aber sowas von weh, dass du 7 Tage lang nur noch denkst, du wärst eine Nuss, der von einem Eichhörnchen kaputt geklopft worden ist. Das gibt. Wo hast du den denn her? Ich habe auch noch ein paar kleine Gehirnzellen, habe ich hier oben auch noch. Wundert mich, ich dachte, die hast du alle weggeraucht. Du wundert dich gleich auch was anderes. Kennst du das? Hast du das schon mal gesehen, wenn Eichhörnchen... Ich habe mal eine Doku gesehen, ne? Über Eichhörnchen. Weißt du, wie die rauskriegen? Eine hohle Nuss oder eine volle Nuss? Die klopfen da drauf. Und wenn sie auf deine Birne da oben klopfen, ne? Dann merken sie nur hohl, hohl, hohl. Warum heißen die eigentlich Eichhörnchen? Die müssten ja nicht Nusshörnchen heißen. Ja. Weißt du nicht, warum die Eichhörnchen heißen? Nee. Die essen Eicheln. Ich dachte Nüsse. Das sind doch Nüsse. Da ist eine Nuss drin. Wo drin? In der Eichel. Wie kann man eigentlich so blöd sein? Guck dir endlich mal was Sinnvolles an Doku, anstatt den ganzen Tag mit den Fingern in die Nase herumzupulen. Du guckst Dokus über Eichhörnchen? Ja. Ich bin gebildet. Bist ein großer Freund der Tierwelt, wa? Ja, bin ich auch. Bisschen Ähnlichkeit mit dem Faultier hast du ja. Ich wicke dir gleich ein Faultier um den Hals zu, weißt du das? Also echt, jetzt reicht's, Wicke. Der ostfriesische Vivaldi. Ja, ich arbeite wenigstens noch. Was hat denn das damit zu tun? Und wenn's nur eine Zigarette ist? Da arbeitest du nicht dran, da spielst du mit. Trotzdem ist das eine Tätigkeit. Warten wir jetzt die ganze Zeit, bis Prinzessin Kevin sich hierher bewegt, oder was? Willst du noch mehr aus der Kamera rausgehen, oder was? Oh ja! Ich bewege mich noch immer, wie ich will. Und nicht, wie du willst. Ja, aber wenn du dich immer nach rechts und links bewegst, ist nur die Hälfte von deinem komischen Klingonengesicht drauf. Ja und? Mann. Nee, die werden schon wieder am Randolieren. Ist das noch normal? Können die gerade auslaufen, aber das hier, ein Dorf, ein Rhein. Das können sie. Kotz mir ein, hier, vom Fulkum, die Idioten. Kleben die Scheiße ran, die kommen auch nur hierher, ein Saufen und randulieren wieder. Nee. Ich werd schlecht. Ist das hier ein schwarzes Brett oder was? Das ist doch ein schöner Slogan, ein Dorf, ein Rhein. Ja, ein Dorf, ein Rhein. Du bist doch Weltmeister im Naschi-Naschi-Mach. Ja, wer ist wohl Weltmeister im Naschi-Naschi? Da wollen wir jetzt nicht rüber. Wo wollen wir nicht rüber? Über Naschi-Naschi, wer der Weltmeister ist. Was war das jetzt für eine athletische Bewegung? Ja, sonst krieg ich ja wieder Lack von dir. Wieso bist du außerhalb der Kamera? Du warst doch ganz drauf. Ja, dann sagst du, wenn ich jetzt so stehe, dann sagst du, ich bin nicht drauf. Nee, jetzt bist du noch drauf. Weißt du eigentlich, was du willst? Ja, die Telefonnummer von deinem Friseur.
Ich bin 54, das ist doch ganz normal, dass ich lichtes Haar kriege. Lichtes Haar hast. Ja, dann hast! Dein Urwald da oben, was ist das denn? Da gehen wir mal hin. Ja. Was soll das da hinten sein? Dach oder? Ey, was soll das jetzt, Kevin? Jetzt fängst du auch an. Ja, was sollst du doch vernünftig machen? Immer bist du mit mir am Schimpfen. Und deine Scheißhaare steht genauso hier. Habt ihr beide eine Sonnenerlaubnis oder was? Fängst du auch schon an als zweiter Vorsitzender. Geschäftsführer hört schon nicht mehr. Ich hau die ganze Soße hier. Du auch noch an er mit seinem Baby da. Ja, aber wie sieht mein Auto denn aus, wenn ich den mit schmutzigen Pfoten in mein Auto lasse? Wisst ihr beiden, ganz ehrlich. Nummer eins, Nummer zwei. Ihr schafft das. Ihr schafft das wortwörtlich, mich irgendwann mal zum Nachbarn zu bringen? Nee, aber in der Klappmühle. Echt, euch beiden. Da haben wir dich doch schon weggeholt. Was hast du da mit dem scheiß Abflussrohr gemacht? Ein Moment, ey. Nee. Hier, weg jetzt hier. Da warst du Idiot. Als wenn ihr das vorher... Nix, dass ich vorher wusste. Du hast das Loch da gebuddelt, du Klug. Du hast gesagt, hier, du hast ein Loch buddelt. Hab ich nicht gesagt. Du hast die Schippe doch noch selber geholt. Wenn du mir jetzt verleugnet tust, dann wickel ich dir Besen. Jetzt leg dich um den Hals, du. Hajo, schon hast du gesagt. Hab ich nicht gesagt. Nein, du hast es nie gesagt. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Da liegt doch das scheiß Abflussrohr. Zwei Wochen nicht hier, nichts ist passiert. Und dann muss ich auch noch reparieren. Wir sollten provisorisches Dach bauen und du hast es versaut. Das war ein provisorisches Dach. Jetzt ist Wind gekommen, ist weg. Bis hier hängen mir die Klöten. Ja, jetzt fang du auch noch mit dem Trecker an. Weißt du, wie das gegossen hat Sonntag hier? Den musst du doch abspülen, Udo. Den lass ich trocknen und dann kann ich das so abfehlen. Bist ruhig. Udo, das Problem ist, du machst einfach immer alles falsch. Ja, das ist ja das in Gegenwart zu dir. Du kannst ja nichts falsch machen, weil du ja nichts tust. Udo, ich kann meinen Namen nicht mehr hören. Udo. Oh, Birkezieren, wenn Kevin und ich uns unterhalten, dann hast du ruhig zu sein. Sauber machen musst du den noch. Warum alles mit Wasser bei dir? Udo, das Ding sieht aus, als wärst du damit eine Rallye gefahren. Birkezieren, ich hab Samstag hier gemäht, in Dauerregen, um das Sonntag aber hier... Aber dann hättest du doch eben im Schlauch rübergehen können. Hier ist nichts, da ist Wasser abgestellt. Das kann ja nicht. Im Verkauf stand es auch Wasser. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr, mit euch beiden zu diskutieren. Und du guck nicht so blöd. Ja. Und so langsam kommt mir das vor, als wenn da eine Müllhalde ist. Weil du das da liegen lassen hast? Oder? Nee, weil ihr dann alles da hortet. Aber eins musst du sagen, Udo. Spaß haben wir trotzdem. Ja, aber nimm mit, Kevin. Wollen wir noch mal kurz zeigen, wie weit wir beim Imbisswagen sind? Ja, ich bring den Trecker in meine Garage jetzt. Willst du hier nicht mal langsam aufräumen? Wieso soll ich hier aufräumen? Das ist doch dein Arbeitsplatz. Das ist aber doch, gehört doch zu dir. Und das meine ich. Hier wird gehortet. Hier wird alles gesammelt. Bloß nichts wegschmeißen. Man könnte ja noch mal drauf sitzen. Aber jetzt bauen sie da hinten wieder um. Jetzt ist es überfällig. Jetzt kann's raus. Und wer soll's denn sorgen? Ich wieder. Kannst hier aber doch trotzdem mal die Blätter wegmachen. Digga, da sind noch tausende Blätter am Baum. Dann geht er doch hoch und pflückt die runter. Ja, natürlich. Ich pflück da wie Äpfel oder was. Du hast doch eine Mame. Das ist der Imbisswagen und der muss bis zum Weihnachtsmarkt 21.12. fertig werden. Der Wagen wurde schon zum Teil geschliffen, gespachtelt und kann bald lackiert werden. Wir machen den Wagen in einem wunderschönen Blau, in Vereinsfarben. Und dann kommen in Gelb ganz große Vereinswappen auf alle Seiten. So, das ist unser Wagen von innen. Jetzt fehlen nur noch hier die Arbeitsplatte, der Kühlschrank, Waschbecken und dann ist er fertig. Ja, noch eine Fritteuse, du Eiergesicht. Ja, das sind ja Imbisszustände. Gegenstände. Fakt ist, der Imbisswagen wird bis zum Weihnachtsmarkt fertig und das Ding wird richtig geil aussehen. Auf jeden Fall. So wirklich, ich hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns am Sonntag. Tschüss, Jungs. Du weißt schon, dass du eine sterbliche Hülle steckst, ne? Ja, das aber, du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube. Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das... Ja, ja.
Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja, leck mich am Arsch.